Der Redner Christian Drobitz, SPÖ. Wenn man das durchleuchtet, sieht man den Begriff 96 Mal Wasser, 8 Mal Dürre und 1 Mal Wassermangel. Und wenn man sich die Schilderung von vorher anhört, sieht man, wie der Klimawandel agiert. Trockenheit. Die Europäische Beobachtungsstelle hat vor kurzem mitgeteilt, die Trockenheit ist bereits über 2/3 der Bereiche in Europa und die Hälfte ist von Dürre betroffen. Herr Bundesminister, eigentlich sollten die Alarmglocken läuten. Im grünen Bericht steht aber nur mehr ein Begriff Wassermangel. Deshalb haben wir unter Berücksichtigung der Studie Wasserschatz Österreich heute einen Antrag vorbereitet. Der Antrag sagt klar, wir wollen haben, dass auch zukünftig die nächsten Generationen Trinkwasser haben, ein Vorrang der Trinkwasservorrangstellung. Wir wollen auch haben, dass Ernährungssicherheit besteht. In diesem Sinne darf ich den Antrag meiner Fraktion vorlesen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen- und Wasserwirtschaft, wird aufgefordert, eine Machbarkeitsstudie ähnlich der Wasserschatz Österreich-Studie in Auftrag zu geben, die die Wasserverfügbarkeit sowie die Wasserqualität von Oberflächengewässern, insbesondere von Flüssen, einschließlich der Donau prüft und klärt, wie viel Oberflächenwasser im Zuge der Klimakrise für Landwirtschaft und Industrie zukünftig zur Verfügung stehen könnte, ohne negative ökologische Folgen für die Flüsse und ohne die Wasserverfügbarkeit für die Trinkwasserversorgung zu gefährden, sowie Forschungsprojekte in Auftrag zu geben, die für die Regionen in Österreich ideale Kulturen und Bewirtschaftungsformen im Zuge eines sich abzeichnenden Wassermangels für die Landwirtschaft aufzeigen. Danke. Der Klimawandel mache sich bemerkbar, die Trockenheit hätte sich bereits laut EU über 2/3 der europäischen Flächen ausgebreitet. Christian Drobitz von der SPÖ beantragt eine Machbarkeitsstudie, die die Verfügbarkeit und die Qualität von Oberflächengewässern in Österreich erheben soll.